Hallo Leute, das erste Video nach dem Weltcup. Scheiße. Ja, ich war am Sonntag noch mit einem Kumpel Cocktails trinken bis 12 Uhr. Scheiße. Dann Montag arbeiten. Montag Training. Heute ist Dienstag. Und heute erst um 14 Uhr arbeiten. Hab gedacht, ich gehe mal laufen. Mache so meine 5 Hügelsprints. Scheiße, ich bin 3 Kilometer gelaufen. Hügel einmal hoch, will ihn jetzt runtergeben und habe mit beiden Waden Krämpfe. Scheiße, ich glaube, muss den Hügel rückwärts runtergehen. Scheiße, das hilft auch nicht. Fuck, Leute. Da sieht man mal wieder, sollte sich vielleicht nach dem Wettkampf doch mal eine Auszeit gönnen. Aber egal. Ich glaube, da pushe ich mich noch mehr an die Limits. Schmerzen, ich kriege solche Waden, so riesengroße Waden. Also bin halt bei vorm Laufen nochmal 5 Sätze Curls gemacht, leichten Hanteln, Liegestütze, Sit-Ups. Und bin ich jetzt laufen gegangen, hab vorher gut gefrühstückt, auch meine Vitamine genommen. Scheiße, das muss so halten. Fuck. Scheiße, ich kann nicht weiterlaufen. Ich bin ungefähr 3 Kilometer von zu Hause weg und kann nicht mehr laufen. Egal, ich versuche eine Abkürzung zu gehen. Ich wollte eigentlich noch Klimmzüge machen. So ein Gerüst. Schmerzen. Schmerzen. Das ist, wenn man zu viel will und nicht auf seinen Körper hört. Das merkt euch, Leute. Man sollte auch ab und zu mal dem Körper eine Auszeit gönnen. Ciao. Noch was. Jetzt seht ihr Hintergrund den Hügel. Hab ich es geschafft runterzugehen. Meine Waden tun immer noch weh. Ich werde es versuchen nicht so rumzujammern. Ja, was hatte ich, bei der deutschen Meisterschaft hatte ich 73 Kilo gewogen, was eigentlich ziemlich schlecht ist. So schwer war ich, glaube ich, auf keinem Wettkampf. Aber ein, zwei Bilder schon gesehen von anderen Athleten, da wo ich zu sehen bin. Boah, geht, das ist in Ordnung. Muss ich mich auch nicht so für schämen. Vor allem sollten sich eher die schämen, die auf Stoff sind und trotzdem nur in die Athletikklasse reinkommen. Dünnheringe. So, 73 Kilo hatte ich auf dem Wettkampf gewogen am Samstag. Am Sonntag habe ich dann 79,5 Kilo gewogen. Ich hatte mir Pizza bestellt, so 2 kleine Pizzas, 22 cm und so ein Riesenbaguette. Hab die dann gegessen und bin dann erstmal schlafen gegangen. Hat noch der Kumpel angerufen. Dann sind wir halt noch in die Stadt gegangen. Cocktails trinken. Oh. Haben noch 2 nette Mädels kennengelernt. Und doch wisst das, ey. Gehst weg. Und so ein Postbacken. Siehst total scheiße aus, wie willst du unrasiert. Scheiß Farbe bröckelt ab. Und lernst noch wen kennen, ey. Und dann gehst du immer top gestylt weg, lernst du niemanden kennen. Und das am Sonntag. Naja, geil, jetzt werde ich erstmal nach Hause gehen und mal gucken, was die nächsten Tage mal hochladen werde. Ich muss mal sehen. Ciao, Leute.